Willkommen zurück zu Blasphemous. Heute machen wir wahrscheinlich einen Boss, der gleich hier oben links sein wird. Zumindest nehme ich das jetzt einfach mal an. Und dann habe ich noch was von gestern. Und zwar, mir ist aufgefallen, zwar rechtlich spät, aber ich weiß nicht warum. Das liegt dann, glaube ich, an YouTube selber. Die Folge wurde bei mir auf dem Kanal nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung wieso. Also sie war auf jeden Fall öffentlich eingestellt. Ich habe alles nochmal nachgeprüft gehabt. Und als ich dann abends zu Hause war, habe ich dann nochmal geguckt. Und da war sie halt dann auf dem Kanal zu finden. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Falls sowas nochmal passieren sollte, müsst ihr einfach mal in die Playlist reingucken. Dort ist sie vorhanden. Weil das konnte ich gestern nachverfolgen, da ich ja die Folgen, wenn sie rauskommen, sofort ja in die Playlist einfüge, beziehungsweise schon vorher. Und da wurde mir halt angezeigt, 13 Videos verfügbar und keine 12. Falls das nochmal der Fall sein sollte, einfach mal schauen, ob der dann vielleicht... Oh shit, was denn? Okay. Ob der vielleicht dann... Holy! Oh, yay, yay. Ob das vielleicht dann... in der Playlist ist... Oh, das war gemein. Oh, ich bin extra noch ausgewichen. Das war leicht knapp. Okay, also so muss ich den besiegen. Das wird wahrscheinlich so leicht. Hoi, hoi, hoi. Okay, wir haben ihn fast, würde ich sagen. Oh. Das ist gemein. Also der Boss ist echt mies. Ich sag mal, noch ist er recht einfach. Oh, ich konnte es blocken. Das ist sehr gut. Aber mit diesem Lichtstrahl, wenn die kommen und dann... Ja gut, es geht eigentlich. Wir ziehen... Oh, shit. Wir ziehen ihm ja eine ganze Menge ab, muss man ja schon mal sagen. Nope, das glaube ich nicht. Oh, das ist gemein. Oh, geil, ich konnte springen. Ich? Schade. Au. Heilung. Oh, eigentlich wollte ich rüber dashen. Ja, dann machen wir es halt so. Aber mit dieser, mit diesem Uppercut, das ist... Ai, ai, ai.
So ein Uppercut ist eigentlich ganz nice. Oh shit, das war knapp. Oh! Ah, ich wollte blocken. Warte mal, ich habe ja auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar das. Oh, jetzt wird's knifflig. Ich will doch bloß noch die eine Hand. Hey, scheiße. Ah, oh, mitten reingesprungen. Und wieder rein. Ist gerade nicht ganz so easy hier. Aber wir haben ihn mit dem ersten Mal besiegt. Darüber freue ich mich. Finde ich super. Kommt jetzt wahrscheinlich wieder so ein komischer Traum, nehme ich mal an. Schuld wurde gesühnt. Ah ja, durch den Boss. Das ist natürlich geil. Durch den Boss haben wir ja alles wiederbekommen. Geilo. Wartet jetzt hinten bestimmt auch noch wieder irgendwas. Oder? Oh Gott, das gefällt mir nicht. Verformte Maske des Orest. Oh. Artefakt gefunden in den Händen eines toten Erzdiakons in einer geträumten Welt. Okay. Was mache ich damit? Kann ich das segnen oder sonst was machen? Wäre mal gut zu wissen. Ich gehe mal weiter nach links. Das sollte eigentlich jetzt ein Durchgang sein, ne? Oh. I see everything from the highest point. Dried tree in which the miracle has reincarnated me. Ah, stimmt, hier ist ja die. Ja, hier war ja die Abkürzung. Oh, geil. Läuft ja wie geschmiert. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück. Einzig aus dem Grund. Das Betpult mitnehmen und ich sehe, hier oben ist noch ein Durchgang. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon mal jetzt gewesen sind, aber ich würde das doch noch mal gerne erkunden wollen. Teilweise so den Gedanken, war da jetzt was, war da nichts? Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal zurück. Aber dass mir die Blitze jetzt hier in dem Moment ganz gut geholfen waren, fand ich eigentlich nice. Vor allem, weil es ja recht großer Boss war, der große Angriffsfläche geboten hat. War natürlich schon cool. War keine Frage. Oh, mal. Jetzt. Au! Arschloch! Au. Genau, weiter nach rechts. Festhalten. Einmal schwingen lassen und hoch. Oh, das war schon ein bisschen knapp gerade. Ah, stimmt, das war das hier. Nice. Oh, das war gemein.
Okay, das haben wir. Einmal reingesprungen. Ist jetzt nicht 100 Pro, wie viel mir das abzieht. Und ob ich es blocken darf oder nicht. So, dann komm nochmal. Also zweimal. Einmal rechts. Und einmal links. Oh, nice, das hat funktioniert. Sehr gut. Darüber bin ich natürlich... Oh, shit. Da geht's noch weiter. Oh, das wird nicht ganz so easy. What? Stimmt ja, die Blutlachen, die waren ja... Oh, das wird knackig jetzt. Hahaha, ich hab's geschafft. First try. Weihrauchherz. Das ist bestimmt wieder... Oh, das ist was für ein Schwert. Versteckt die Kraft und Ausdauer von Gebeten, erhöht aber auch deren Kosten. Oh, das macht die Blitze nochmal stärker. Oh, könnte man sich überlegen. Aber das machen wir nicht. Ihr wundert mich, dass das hier bloß nach oben geht. Nach rechts würde ich ganz gerne nochmal wollen. Ob da jetzt... Boah, das Ding knallt einen ja fast weg. Hallo. Boah. Nope. Nope. Die alten Säcke, die stören aber auch ihn immer. Mal gucken. Ich müsste eigentlich nach unten, aber machen wir rechts weiter, weil wegen dieser Statue würde mich halt echt mal interessieren. Ob da was passiert ist. Genau die hier. Naja, eingesammelt haben wir nichts. Und angreifen kann ich es auch nicht. Okay. Na, dann lass mal das weiterhin offen. Aber warte mal, der Opa muss ja hier hin, wa? Weil wenn der so gebückt geht, kann ja bloß das sein. Oder ich muss ihm das sagen. Ja, 100%ig weiß ich es gerade nicht, aber wer hat jetzt die... Nope. Gut. Oh, ich sehe gerade, da unten ist was. Wie komme ich da hin? Von hier aus vielleicht nicht. Vielleicht von der anderen Seite? Ah ja. Von hier aus komme ich hin. Jetzt. Ah, hat doch super geklappt. Ah, wieder ein Körperteil. Sehr gut. Nö, dann hätten wir ja das auch. Oh, warte mal, da rechts geht's. Hey! Hi! Have a good time! Stimmt, hier geht's noch lang. Hier habe ich noch nicht erkundet. Naja, dann haben wir halt den Boss ein bisschen frühzeitig gemacht, aber ey. Alles easy. Warum hier oben jetzt so eine komische... Oh, guck mal. Wo geht's denn hier hin? Nach unten?
Komme ich denn hier hin? Oh, shit. Ah, Schnellreiseportal. Das sagt mir natürlich sehr zu. Warte mal, da könnte ich ja jetzt eigentlich... Wir haben 10.400. Nehmen wir mal eben das Schnellreiseportal nach Albero. Warte mal. Albero. Genau. 10.000 haben wir. Naja, hier ist ja schon die Statue von Mea Culpa. Und gucken wir mal, was wir noch können. 11.000 für den Drehangriff. 9.000 für den Ansturm. Und 7.000 wahrscheinlich, um nochmal die Herzen zu erneuern. Ich würde ganz gerne die Fläschchen erstmal machen. Aber gehen wir hier rein und die Körperteile abgeben. Wahrscheinlich wieder drehende Abbitte. Oh, das war nicht mal so wenig diesmal. On the other side of the door. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass das zwei Türen sind. Einmal hier, einmal da. Ich glaube es eher nicht. So, wie viel braucht man jetzt noch? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Körperteile brauchen wir noch. Das ist eigentlich, würde ich schon fast behaupten, echt machbar. Erstmal hier. Grüß dich. Quellenflasche opfern. Ach stimmt, wir tun ja so eine Dings opfern. Quecksilber. Warte mal, wenn wir so ihn opfern, den kriegen wir aber nicht mehr. Wir kriegen halt nur mehr Heilung. Egal. Wir haben ja noch eine Leere. Graceful be the heart. Nice. With this silver. Sehr schön. I feel tired. Please. Oh, das ist die maximale Anzahl, die wir erhöhen können. Alles klar. Naja, dann haben wir den Typen schon mal vom Sack. Das ist dann eher alles halb so wild. Oh, stopp. Jetzt. Naja, dann passt das ja. Dann müssten wir halt bloß nochmal schauen, wo wir halbwegs schnell zu einem Blutbrunnen kommen. Der auch günstig an einem Schnellreisepunkt oder so gelegen ist. Der einzige wäre hier oben, was mir so auf Anhieb einfällt. Ich denke mal, wir kriegen hier hinten noch irgendwo jemanden. Wir müssen noch hier was bei dem Typen abgeben, fällt mir gerade ein. Ihm hier. Oh. Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. Eine weitere Träne. Ja, bitte. The virtuous pain flogs us time after time. Aha. Okay. So, jetzt gehen wir zu dem einen nochmal hier. In der Eiswelt, ob der mir irgendwie sagen kann. Hier, das kann ich heilig sprechen. Hier bisher. Bring me anything that can. Okay. Auch nicht. Schade. Oh, ich sehe gerade, ich habe 8000 erhalten. Bringt mir das was, bei der Mea Culpa-Statue jetzt nochmal zu schauen für diesen Ausweichschadensstoß? Waren das 7.000? Oder waren das 9.000? Mal gucken.
Es waren 9000. Verdammt! Ah, shit. Da war eine Schatztruhe. Weiß ich nicht, komme ich da hin? Weil dann hätte ich mir die eben geholt. Ach, wir warten, bis wir das mit dem Springen haben aus dem Wasser, falls es sowas gibt. Aber es muss es ja geben. Ah, hier sind wir. Okay. Ja, jetzt einfach mal behaupten, wir machen mal hier weiter. Tschüsse. Bye. Nope. Unten. Oh, das kommt mir natürlich sehr gelegen hier. Schön. Weg mit euch, ihr kleinen Gewürm. Punkte gibt's für die nicht? Nee. Weil die tun sich ja eh immer wieder beleben. Natürlich immer das Lästige dran. Oh, was bist du denn? Ernsthaft? Das möchte ich eigentlich... Oh, du bist sowas wie die Typen in diesem Brach. Boah, Brachland. Fällt's aber hier aus, ey. Du hältst sehr viel aus. Hilfe! Oder kannst du nicht sterben? Oh, pff, alles klar. Kann gar nicht sliden. Was soll das denn? Jetzt. Okay. Er kann sterben. Ah, ich kann so rüber. Ich wollte gerade sagen, wie funktioniert das denn jetzt? Okay, ich kann es blocken. Ihn kann ich nicht blocken. Boah, das ist mir. Das ist natürlich mies. Okay, also der ist gemein. Vor allem, weil er teilweise auch sehr viel Schläge benötigt. Echt mies. Ja, natürlich, ich kletter runter. Ich hätte hochklettern sollen. Oh mein Gott, sehe ich das gerade richtig? Okay, also wenn der die Rolle versucht, muss ich ausweichen. Shit, Alter, macht der Schaden. Holy. Der knüppelt ja ordentlich rein. Der knüppelt ordentlich. Ich sehe schon, wir werden hier komplett... Ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzige, gerade was so ein bisschen hilft hier. Das sind schon der dritte. Alter. Wow. Ja, genau.
Da kam... Hilfe! Da kam die Axt noch von unten geflogen. Ach, endlich. Komm ab mit dem Kopf. Holy shit, Alter. Der hält aber auch eine Menge aus. Ist ja nicht zu Spaß mit dem. Natürlich. Wow. Anstatt sich auch mal die Attacke zu Ende denken darf? Nö, ist nicht. Ah, jetzt war eigentlich easy. Okay. Immer weiter nach oben. Ah, schnell durch. Oh, das Dumme ist, da kommt noch einer. Ja, genau. Knall mich runter. Eieiei. Alter. Ballert ganz schön. Da denkst du, der macht sein... Der macht seine seinen scheiß Ankerwurf? Nee, natürlich nicht. Willst versuchen zu blocken, rollt er dich an. Ah, jetzt liegst du aber ziemlich dumm da. Na komm, wir gehen einfach mal weiter. Oh, guck mal. Habe ich mich ja gut entschieden, dass wir weitergegangen sind. Das Licht der Dame der Lampe. Was kann da? Oh, Ausrüstung. Ein eisernes Amulett, das in der Form einer Laterne geschmiedet wurde und das durch Feuchtigkeit und Salpeter mit Rost übersät ist. Die Seemänner trugen es, damit die Dame der Lampe sie im Wasser findet. Die Gebetsspuren seines letzten Besitzers sind noch erkennbar und es erhöht jegliche Verteidigung, wenn die Flaschen leer sind. Der arme Raufbold konnte nichts damit anfangen, denn im Angesicht der mächtigen See ist jegliche Verteidigung zwecklos und die Dame der Lampe schenkt Aberglauben keine Beachtung. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn meine Tränke leer sind, habe ich mehr Death. Nicht? Meine Güte, das ist aber auch mit dem Slime jetzt gerade so eine Sache hier. Ja, genau. Au. Oh. Oh, je, 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 je. Das Dumme ist... Oh, ich wollte gerade sagen... Oh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon hier unten aufhalte. Ich glaube, da gehe ich lieber nochmal hoch. Weil die Teile, die sind ja extrem stark, ey. Knüppeln mich mehr mit Leichtigkeit aus dem Leben. Nee, also, boah. Vor allem, ich brauche auch viel zu viele Schläge meines Erachtens nach, um von der Sorte überhaupt einen zu töten. Wir gehen mal wieder nach oben. mal rechts war, genau, die Schnellreise, alles klar. Holy shit, ey. Er hat ordentlich reingeknallt. So, außerdem haben wir ja da oben noch einen Durchgang, der nach rechts führt. Können wir auch kurz gucken. Oh, shit, wo bin ich denn?
are you? Sexy Rosen. Faceless Warrior, stay thy course. Haltet euren Kurs. I sense a heavy burden within thee, although I can neither see thy face nor hear thy voice. Forgive my manners. My name is Miriam. This place of crimson shadows has summoned me. Something in this suffering land, a will that eludes my understanding, decided that I alter the course of my journey and brought me to this place. And if it has sanctioned this meeting, it must be because we are being put to the test, destined to mutually help one another under its watchful gaze. This crystal that lies before us is what allows me to travel to distant lands. But as you can see, it is cracked and its magic extinguished. To restore it, I must find the shards that are scattered throughout your world. I beg you, allow me to show you one of them. It lies beyond this door. Ja, wer weiß, wo die mich hinführt. This is one of the portals of the Blue Rose that guard each and every one of the crystal shards. The force of its magic will not allow me to enter. Pray, help me, anonymous warrior. Enter in my stead and retrieve the shards. I must return to my kingdom, and I must not tarry. Oh, okay. Help me, warrior. Kann das sein, dass das DLC schon ist? Da gehe ich noch nicht rein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das DLC ist, was sie mal angekündigt hatten. Nee, da gehe ich noch nicht rein. Dafür bin ich wahrscheinlich noch viel zu schwach. Da machen wir erstmal den weiteren Story-Abschnitt weiter. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Miriam! Von der blauen Rose. Muss ich mal kurz überlegen. Guck mal, hier geht's auch noch nach unten. Da sind wir ja auch noch nicht fertig. Hello. Bye. Oh shit. Da war das gemein. Dass die aber genauso wie ich sind, einfach zustürmen können. Gut. Schau mal. Ja, die Hitbox ist wie bei Dead by Daylight. Schon durchgeschlagen und trotzdem trifft es. Heia! Den würde ich gerne mal executen. Mal gucken, was dabei rauskäme. Wissen war das richtig? Ah, hier unten im Weg hin. Wo sind wir denn? Bibliothek? Verneinten Worte. Shit, Geister. Alles klar. Angreifen kann ich die nicht, dann muss ich halt so mitgehen. Ist das gemein? Gemein. Okay, zwei Wege, links und rechts. Oh, nice Schnellreise, nehme ich gerne mit. Oh, das ist wieder ein neues Gebiet. Hello there. Na, dann gucken wir uns doch hier ein bisschen um. Ach ja, natürlich. Warum auch nicht? Schick mir deinen Kopf hinterher. Oh, nee, nicht ihr.
Ah, okay. Ich dachte, ich würde da jetzt gleich durch die Wand packen. Oh. Okay, da hätte ich mich dranhangeln müssen. Wieder zurück. Bin jetzt nicht 100 Pro klar. Ich dachte, das hält bis da vorne an. Ah! Ah! Scheiße. Weg. Push. Kuscht euch. Heilung. Mich. Nicht für euch. Angst, Alter, die Typen zu berühren. Uiuiui. Oh, da geht's. Kann das sein, dass das hier den ganzen Weg rüber geht? Das wäre ziemlich stark. Ja, ich kann ihn nicht berühren. Wahrscheinlich nur, wenn ihr aufleuchtet. Alter, was bist du denn? Hallo? The sun does not cease. It creeps on these forgotten walls, and no one can determine its origin or its obscure destiny. For the love of the High Wills, silence it, for I have long yearned for it. Also so nach dem Punkt, du möchtest sterben. Oh, warte mal, da oben? Da komme ich aber nicht hin. Okay, wenn ich jetzt hier runter gehe, kommen die Geister wahrscheinlich. Ja. Boah, nee. Das glaube ich nicht, mein Freund. Nicht du schon wieder. Rücken, ey. Holzbein, sehr gut. Warte mal, wenn ich auf die Bücher trete, dann werden die Geister wahrscheinlich sichtbar. Das könnte ich mir noch durchaus vorstellen. Dann gehen die mir nämlich so richtig hart auf den Keks. Sagen wir es nur los, ich möchte da hoch, hallo? Okay, den kann ich... Oh, komm her! Na, weg mit. Das haben wir auch. Ey, mega gut. Ab darüber. Okay, jetzt kommen hier Blutlachen. Hm. Jetzt noch rum. Oh. Ey, ja, ja, ah. Das war gemein. Das war gemein. Oh, Schienbein. Sehr gut. Oh, lol. Schnell rein da. Au, du bist hier, ne? Das freut mich. Warte mal, war da oben jetzt was? Konnte ich jetzt nicht 100... Nee, da war nicht. Bloß so aus. Wäre aus meinem Augenwinkel da was. Das ist mein... Okay. Das geht ziemlich weit rein. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal Schluss. Dazu müsste ich jetzt zurück zum Betpult. Können wir auch machen. Zack, hier rein, darüber. Oh, der steht immer noch da. Okay. Ja, speichern wir die ganze Sache hier. So, zack. Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss hier an dieser Stelle. Wir sind wieder sehr schön weit vorangekommen. Das freut mich riesig. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen bei Blasphemous. Und wir sehen uns natürlich hier in dieser coolen Bibliothek. Also mir gefällt das Setting. Wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.